Aufgabe 2.2. Viele Fußgänger benutzen eine Abkürzung über die grüne Fläche, sodass sich bereits ein Trampelpfad gebildet hat, der zwischen den Punkten B und D im Plan verläuft. Berechnen Sie die Länge der Strecke BD. Diese Strecke lässt sich zum Beispiel im Dreieck ABD berechnen. Dieses Dreieck ist ein allgemeines Dreieck, das heißt kein rechter Winkel, kein gleichseitiges Dreieck oder gleichschenkliges Dreieck. Um die fehlende Seite zu berechnen, müssen wir entweder den Sinussatz oder den Kosinussatz ansetzen. Für den Kosinussatz bräuchten wir drei Seiten und ein angegebener Winkel. Uns fehlt aber die Länge der Seite AD, sodass der Kosinussatz nicht funktioniert. Benötigen wir den Sinussatz. Für den Sinussatz brauchen wir die Winkel, die gegenüber der bekannten Seiten liegen. Die Seite AB ist bekannt, aber der Winkel ADB fehlt noch. Der lässt sich aber mit Hilfe der Innenwinkelsumme berechnen. Der Winkel ADB ist gleich 180 Grad minus 74 Grad minus 48 Grad und das ergibt 58 Grad. Und damit lässt sich nun der Sinussatz aufstellen. Die gesuchte Strecke BD geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels von 74 Grad ist gleich der Strecke AB mit 78 Metern geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels von 58 Grad. Stellen wir noch einmal um. Dann ist die Strecke BD gleich 78 Meter geteilt durch Sinus 58 Grad mal Sinus von 74 Grad. Das tippt man einfach in den Taschenrechner ein und nicht vergessen, auf eine Stelle runden gibt eine Länge von 88,4 Metern.